Wir bekunden im Namen aller Offiziere und Soldaten des Heeres die innerste Verbundenheit und die nie wankende Treue zum Führer und zum Nationalsozialismus. In diesem Sinne versprechen wir alles dafür zu tun, dass jeder Soldat des Heeres ein umso fanatischerer Kämpfer für die nationalsozialistische Zukunft unseres Volkes wird. Berchtesgaden, den 15. März 1944. Man hat ja Dantler tief beeindruckt von seinem Besuch bei Ihnen am Atlantikwall. Bin gespannt auf Ihren Lagebericht. Diese Aufnahmen wurden vor 2 Wochen an der Küste südlich von Plymouth gemacht. Der Feind scheint eine groß angelegte Landeoperation vorzubereiten. Auch wissen wir, dass sie große Kräfte an der Kanalküste sammeln. Eine Größenordnung von mindestens 50 Divisionen. Es ist also nur noch eine Frage von Wochen, bis sie kommen werden. Wenn sie denn kommen. Der Feind hat schließlich schon des Öfteren Luftlandeübungen durchgeführt. Das ist selbstverständlich, dass der Angloamerikaner im Westen landen wird und muss. Ich fiebere dieser Landung gerade so entgegen. Was glauben Sie? Wo wird er es versuchen? Sie werden es wahrscheinlich hier versuchen, bei Calais oder in der Normandie. Die beiden Halbinseln bieten jeweils hervorragende Möglichkeiten zur Ausbildung eines Brückenkopfes. Und wie wird der Feind vorgehen bei der Invasion? Zuerst wird es schwere Bombenangriffe auf unsere Stellung geben. Dann werden in breiter Front von See her Sturmboote und gepanzerte Landungsfahrzeuge landen unter dem Feuerschutz ihrer Schiffsartillerie und von Jagdbomben. Gleichzeitig werden sie im Hinterland Luftlandetruppen absetzen. Und was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? Der Feind muss schon beim Versuch der Landung vernichtet werden. Die Hauptkampflinie ist der Strand. Das ist Gerede, Herr Rommel. Wie wollen Sie eine über 2000 Kilometer lange Küstenlinie verteidigen? Dazu fehlen uns alle Kräfte. Doch wenn wir jede verfügbare Panzerdivision an die Küste verlegen. Ich darf Ihnen das einmal hier zeigen. So wird es in spätestens 3 Monaten überall am Atlantikwall aussehen. Vorstandhindernisse erschweren das Anlanden feindlicher Landungsboote. Unsere Küstenbatterien nehmen sie bereits in der ersten Landephase unter Beschuss. Und wo die nicht vorhanden sind, übernimmt diese Aufgabe unsere starke Panzerwaffe. Wenn es dem Feind nur an einer einzigen Stelle gelingt, die Verteidigungslinie des Herrn Feldmarschall zu durchbrechen, ist ihm das Reich schutzlos ausgeliefert. Dann wird der Angloamerikaner bis Berlin durchmarschieren und wir können mit unseren Panzern nur noch hinterherfahren. Unsere Panzer werden den Feind an jedem nur denkbaren Landeplatz innerhalb von 48 Stunden erfasst und vernichtet haben. Bevor Ihre Panzer da auftauchen, Herr Geier von Schweppenburg, wird die feindliche Luftwaffe Sie in Klump und Asche gebombt haben. Mein Führer, ich bitte Sie, die Panzergruppe meinem Kommando zu unterstellen. Nur so können wir die drohende Invasion des Feindes verhindern. Damit setzen wir alles auf eine Karte. Wir hätten überhaupt keine strategischen Reserven mehr. Als Oberkommandierender Westen kann ich das nicht verantworten. Aber Sie haben 3 Jahre lang den unzureichenden Ausbau des Atlantikwalls verantwortet, Herr von Rundstedt. Wenn Herr Rommel in kürzester Zeit mustergültige Arbeit geleistet hat. Eine Invasion muss unter allen Umständen verhindert werden. Denn das eine ist so gut wie sicher. Nach einer einmal gescheiterten Landung wird es der Feind auf keinen Fall ein zweites Mal versuchen. Dann haben wir endlich auch die Kräfte frei, die wir im Osten so dringend brauchen. Ganze 45 Divisionen. Von Ihnen, Ihren Soldaten, hängt der Ausgang des Krieges ab. Und damit das Schicksal des Reiches und der ganzen Nation. Ist Ihnen das bewusst, Herr Generalfeldmarschall? Jawohl, mein Führer.